willkommen. Schauen Sie mal wieder vorbei. Ja. Wir sind da. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Weiter! 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 Stopp! Tschüss! Seid vorsichtig! Absolut kein Respekt vorm Königshaus. Aber echt, wir sind faktisch Laufburschen. Hier draußen sind Ränge und Namen nicht viel wert. Besser als das Gehabe bei Hof. Es geht nichts über die freie Natur. Schlaucht alles ganz schön. Du sagst es.
das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Das Gisakraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Nee. Diese schwüle Luft. Du sagst es. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Hoffe, es ist was für dich dabei.
Wir sind im Geschäft. Bis in Bälde. Ist das heiß? Ja. Willkommen am Galdin Kai. Gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein... Na, habt ihr schon gepackt? Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Ab ins Bett. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Oh, Nocht. Wo ist Ignis?
sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Da oben herrscht auch Megaverkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie MI. Magitech-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Der Frieden. Seht doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann.
loyale Soldaten. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen.
Mittelheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Die Skarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Noct wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. So,
kenne ich Großvater überhaupt nicht. Er scheint ziemlich bedrückt zu sein. Alles klar, Nott? Die Verhandlungen sind also geplatzt, was? Gibt das jetzt wieder Krieg? Dann hätten sie sich den ganzen Zirkus echt sparen können. Hoffentlich gibt es nicht schon wieder Straßensperren. Ach was, hier auf dem Land doch nicht. Einfach in Ruhe um. Bis zum nächsten Mal. Das waren echt verdammt viele Luftschiffe am Himmel. So einer Übermacht ist niemand gewachsen. Die Niffen hatten es auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Chor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ich habe eine Nachricht von Chor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Okay. Und wo? Irgendwo werdet ihr schon fündig werden. Sammelt einfach alles ein, was noch brauchbar aussieht. Des einen Müll ist des anderen Schatz. Immer schön die Augen aufhalten.
Was ist? Und irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Nee, wir fahren weiter. Was? Du hast noch nicht genug? Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Für jedes Problem die richtige Lösung. Man sieht sich. Hoffe, es ist was für dich dabei. Bis in Bälde. Sollen wir das nächste Mal am Südhang des Langmiete ja? Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen vor Luna Freyas Hochzeitskleid nieder, da ihr Leichnam bislang nicht gefunden wurde. Nicht. Die schwarze Uniform sah eher nach Königsgarde aus.
Und er hat aus der Hauptstadt geschafft. Irgendjemand hat ihn General genannt. Warum? Vielleicht, weil er sehr stark ist. Oder er war früher bei der Königsgarde. Stimmt, die Kleidung sah insomnisch aus. Und gekämpft hat er auch wie ein Ritter des Königs. Kor scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den Rastlosen nennen. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Was sollen wir überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Lucis zu tun. Wir werden es bald rausfinden. Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. Scheint, als wäre der General drin. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden.
Sie kämpfen immer noch so gut wie früher. Ha, schön wär's. Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Hier räum ich auf. Wie sollen wir denn da durchkommen? Entweder konfrontieren wir sie direkt oder wir schleichen um sie herum. Alles heil, Prompto? Oh, danke. Alles im grünen Bereich. Mittlere bis gemäßigt starke. Soll heißen? Gefährlich. Kor, wenn wir den besiegen, vertraust du uns dann? Du meinst also, ihr schafft das? Das will ich sehen.
Ich denke, ihr kommt fürs Erste allein klar. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet. Und was machst du jetzt, Kor? Ich werde die Niffen weiter beobachten und unseren nächsten Zug planen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Vorhang auf. Okay. Sei vorsichtig. Los geht's. Seht euch vor. Hey, seht mal. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Arme Schlucker. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Was ist das für ein Kabel? Es führt hier rüber. Es muss mit irgendetwas verbunden sein. Ein Generator? Sieht so aus. Ob der noch läuft? Ha! Läuft! Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Also machen wir es kurz. Irgendwas wartet auf uns hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. Die Tür ist verschlossen. Unser Tag. Was war das? Was? Da ist was langgeholt. Hallo. Abgeschlossen. Die Richtung wirkt jedenfalls vielversprechend. Finde ich auch. Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Hier geht's nicht weiter. Hätte schwören können. Was zur Hölle? Stromausfall? Ist das lästig? Klappt's! Beendet. Ob der Generator den Geist aufgegeben hat? Lässt sich jetzt auch nicht ändern. Los, weiter. Dann wollen wir mal weiter. Zwecklos. Hm.
zu. Hier ist auch zu. Das gehört? Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Nockt leiht sich also die Kräfte seiner Ahnen. So in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Etwas Übung kann nicht schaden. Thank you.
Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geht zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Mist. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Lasst uns erstmal Informationen sammeln. Ja, also, auf in die Siedlung. Nicht so hastig. Mann, Kor ist echt ein krasser Typ. Zum Glück ist er auf unserer Seite. Ignis, wie viele Königswaffen gibt es? So viele, wie es Könige gab. Da sind viele heute verschollen. Ist okay? Ja, ich komm klar. Da wären wir. Schönen guten Morgen. Vielen lieben Dank. Schau mal wieder rein. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen.
Ist das eine Schatzkarte? Oh, das wäre ja mal was. Sollen wir suchen? Na klar! Was für eine Frage! Diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde, wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr, wie auch Dustin, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Thank you.
ist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Ich muss da um. Okay. Hättest du damit Probleme, wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Noctis, pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. Noct! Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Sagen Sie mal, General, könnten Sie das besser?
nicht zu früh. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja.